Ja, moin zusammen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wie sonst eigentlich auch, sage ich, in diesem Video soll es um diese Bank gehen. Und zwar passt diese Bank eigentlich perfekt zu unserem Feuertisch, den wir auch auf unserem Kanal haben. Den verlinke ich hier unten in der Beschreibung, könnt ihr nachgucken. Und dazu passt er wirklich ganz gut. Diesmal ist es auch mit Rückenlehne, vielleicht ist es für jemand. Und naja, ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ja, und das Ganze könnt ihr aus ganz normalen Kanthölzern und Bohlen bauen. Und ich habe angefangen damit, dass ich erstmal mir die Füße zusammengebaut habe. Das heißt, ich habe das Ganze zurechtgesägt auf meine Länge und zwar mehrere Teile zusammen halt. Das Kantholz an sich war 8 auf 8 cm. Ich habe das komplett auf 40 cm kurz geschnitten gehabt. Pro Bein bräuchte ich von diesen Dingern 6 Stück, von den kurzen und einen langen, der immer 1 Meter lang ist. Dann habe ich das Ganze durchgehobelt gehabt. Wenn ihr keine Hobel habt, könnt ihr das auch so machen, dass ihr schon gehobeltes Holz kauft oder euch selber schon gehobeltes Holz zusammen verleimt. Das Ganze, wie ich das jetzt mache, verleime ich nochmal zusätzlich alles. Und bevor ich das Ganze verleime, habe ich mich dazu entschieden gehabt, das Ganze ja mit einer Faser zu versehen. Erst habe ich das alles komplett gerade geschnitten pro Seite. Dann habe ich mir, so wie man hier sehen kann, so einen Anschlag dran gebaut, damit ich alle in einem Rutsch durchziehen kann und die komplett mir alle wirklich eine Länge haben. Und so hatte ich das, dass die jetzt alle durchgehobelt sind. Die sind alle gleich lang geschnitten worden. Und so hatte ich das Ganze mit einer Faser, wie gesagt, versehen gehabt. Hier kann man das sehen. Ich habe mich einfach nur wirklich dazu entschieden, mit der Faser das zu machen, weil es einfach, finde ich, ein bisschen eleganter aussieht und nicht einfach stumpf Brett an Brett oder Kantholz an Kantholz und fertig ist die Fläche. Und damit sieht das halt ein bisschen interessanter aus, aber das muss man auch nicht unbedingt machen. Jetzt kommen wir einmal zum Verleimen. Dieses Prinzip wende ich eigentlich ganz oft oder fast immer an, sage ich mal dazu. Und ich habe die übereinander einfach geklebt. Ihr müsst aufpassen, dass ihr da ordentlich auch einen Leim benutzt, wenn es bei euch wirklich draußen steht oder unterm Regen, dass ihr einen anderen Leim benutzt. Den Leim, den ich da benutzt habe, verlinke ich euch in der Beschreibung, könnt ihr gerne nachgucken. Und so habe ich das Ganze zusammen verschraubt mit jeweils immer 3 Schrauben. Leim zwischen 3 Schrauben rein, so sind die Teile immer miteinander verbunden worden. Und wie gesagt, am Anfang habe ich von diesen einzelnen, von den kleinen Dingern, 6 Stück zusammengesteckt, zusammen verschraubt zu einer Fläche. Und der letzte, also der siebte, das ist dann das Meterstück. Die Sitzposition oder der Sitzwinkel, den könnt ihr im Internet einfach raussuchen. Da gibt es einen bestimmten Winkel, ihr gebt ein und schon spuckt euch das ganze Internet einfach bestimmte Winkel ein. Es kommt darauf an, welchen man möchte halt, ne? Und bei mir waren das 102 Grad, so dass es nicht zu extrem ist, aber auch leicht trotzdem geneigt, nicht 90 Grad. Und ich hatte das freie Hand dran geschnitten, so dass ja ich das letzte Stück einfach nur noch dran setze und auch wiederum verschraube. Ich habe da aber längere Schrauben genommen, und zwar 120er. Die Bohle an sich ist so um die 75 mm dick geworden, weil ich das noch abgehobelt habe. Und da ist ja die Rückenlehne und die braucht ein bisschen mehr Kraft, Stabilität. Aus diesem Grund kommt eine etwas längere Schraube rein. Das Ganze habe ich dann einmal angestrichen gehabt. In meiner Farbe halt, ihr müsst natürlich nicht unbedingt die Farbe nehmen, aber streichen solltet ihr auf jeden Fall das Ganze, um das einfach geschützt zu haben. Aber nicht, es muss natürlich nicht unbedingt schwarz sein. Ja, und um die Sitzfläche einmal zu verschrauben und dass es auch vernünftig hält, wenn man das auch anhebt und dass es wirklich zusammen verbunden ist, habe ich das Ganze mit einer Coverschraube versehen. Das Ganze verlinke ich euch auch in der Beschreibung, kostet nicht viel. Ich finde das Ding eigentlich wohl wirklich cool mobil, weil man kann überall hinnehmen. Das ist klein, fein und sollte ich dann halt das Ganze einmal vorgebohrt für die Sitzfläche, damit man hinterher verschraubt. Das seht ihr aber gleich. Und dann kommen wir einmal zu der Sitzfläche selber. Auch wirklich ganz easy. Habe ich auch schon oft angewendet an sich und hat auch immer gut funktioniert. Das ist einmal die Bohle, die habe ich durchgehobelt. Wenn ihr das wiederum nicht habt, kauft euch schon gehobeltes und geschnittenes Holz mit Faser, ist auch kein Problem. Das kriegt ihr so im Baumarkt, was auch wirklich schon gehobelt ist. Ich habe die Bohle einmal komplett in 5 Teile geteilt, so dass ich um die 5 bis 6 cm hohe Bretter habe und die waren auf 3,8 cm breit.
Und oben auf der Sitzfläche, wie man auch hier sehen kann, habe ich einen Radius dran gefräst von R6, damit es ja einfach schöner aussieht und man auch ein bisschen gemütlicher dran sitzt. Wie gesagt, ist das nicht unbedingt jetzt eine neue Erfindung, sondern einfach nur wirklich eine passende Bank zu dem Feuertisch, den wir auch bei uns haben. Aus diesem Grund, vielleicht will das jemand mal gerne auch so ein Ding halt haben. Deswegen eigentlich auch wirklich in einer einfachen Form und Darstellung gehalten worden. Hinterher, wo ich das Ganze halt von der Sitzfläche gefräst hatte, gehobelt hatte, konnte ich das Ganze erst auf Länge sägen. Ihr müsst natürlich immer davor beachten, wenn ihr das sägt, immer mit Aufmaß erstmal sägen, damit ihr hinterher das Ganze wirklich schön, sauber, ordentlich kürzen könnt auf eure tatsächlichen Maße. Hinterher werden die Kanten aber nochmal komplett gebrochen, dass sich das schön hält und man sich dann nicht verletzen kann. Und ich hätte das Ganze eingehüllt. Ihr könnt das mehrmals einölen. Das Öl an sich verlinke ich euch in der Beschreibung, so dass ihr danach gucken könnt, welches Öl ich da benutzt habe. Dann kommen wir einmal zum Zusammenbau. Ich hätte mich dazu entschieden, dass ich ja pro Bank, ich sag mal, wenn die jetzt 3 Meter lang ist, dass ich auch drei Füße einbaue und genau da, wo die Füße entlang gehen, habe ich solche Holzabstandhalter einfach eingesetzt gehabt und die wie so ein Sandwich einfach übereinander gelappt. Und die Position müsst ihr euch einfach dann ungefähr ausrechnen, bedenken, alle in der Mitte, und dann bin ich von außen nochmal um die 15 cm einfach reingegangen nach innen. Das ist einfach eine optische Sache, ihr könnt die auch komplett nach außen setzen, ist jedem selbst überlassen. Und so habe ich das jeweils immer diagonal mit einer Schraube das Ganze ineinander verschraubt gehabt. Und die Schrauben, wenn ihr die schraubt, immer jeweils dazu, immer diagonal. Das ist jetzt einmal die Sitzfläche, die fertig ist, und dann kommen einfach nur noch die Beine oben drüber. Da habe ich ja das Ganze vorgebohrt mit dieser Undercover-Schrauben. Und so könnt ihr die Schrauben einfach nur noch stumpf da rein platzieren, sodass die Teile wirklich fest miteinander verbunden sind. Ich hatte noch ein bisschen Angst gehabt, dass die nicht so extrem fest miteinander verbunden sind oder werden. Die sind an sich wirklich fest genug. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie so fest werden wegen der Fläche, weil diese, ich sag mal, 8 cm dicke Fläche vom Kantholz wirklich so fest da dran liegt, dass da wirklich nichts kippelt. Und weil die ja noch von beiden Seiten geschraubt sind, nicht nur von rechts, sondern auch von links, ist es wirklich fest. Ja, um das Ganze einfach ein bisschen schöner gestalten zu können, habe ich das, wenn man die ja vorbohrt, ja einmal nochmal nachgepinselt, damit es alles flächig vernünftig ist. Und jetzt kommen wir mal zum Schluss, und zwar zu der Rückenlehne. Und bei der Rückenlehne ist es so, dass ich mir halt angemessen oder ausgemessen habe, wo die Position von der Rückenlehne vom schwarzen Fuß liegt. Habe mir daraufhin das Ganze vorgebohrt und angesenkt für eine Schraube. Und es ist tatsächlich so, dass man die Schraube theoretisch, nicht theoretisch, man sieht die halt von der Seite. Ihr könnt hier auch mit einer Coverschrauben versehen, das würde auch gehen. Und in diesem Fall habe ich mich einfach dazu entschieden, das von vorne zu machen. Hat mich persönlich auch nicht gestört, sah am Ende eigentlich auch wohl sehr schön aus. Und da müsst ihr halt nur aufpassen, dass die Schrauben schön exakt übereinander liegen und es am Ende auch gut aussieht. Ich habe da, wie man sieht, auch rechts und links immer so einen Abstandhalter drin, sodass die Abstände davon komplett gleich immer sind. Und so ist die Bank komplett fertig. Es ist einfach aufgebaut. Vom Optischen sehen die cool aus. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Abo dalässt, ein Like oder auch einen Kommentar. Und ich würde sagen, wie sonst eigentlich auch, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß damit beim Nachbauen und ciao.